Die Spezies Mensch hat viele verschiedene Gesichter, sowohl körperlich als auch geistig. Und jeder Mensch hat einen gewissen Charakter, der durch kulturelle Vererbung, also der Zwiesprache, zwischen den Generationen vererbt werden kann. Manche Charaktereigenschaften breiten sich auch über gesamte Kulturen aus, was zur Bildung berühmter Klischees führte. Theorien über die Ausbildung verschiedener Kulturen gibt es viele, doch was wäre, wenn dies von Parasiten verursacht wurde? Toxoplasma gondii ist ein Parasit, der sich vorwiegend im Gehirn ansiedelt, wo er Emotionen und Furcht steuern kann und von dem besonders Nagetiere wie Ratten und Mäuse, die eigentlich sehr intelligent sind, betroffen sind. Der Geruch von Katzen, der normalerweise Furcht in ihnen auslöst, zieht sie nun an, was völlig gegensätzlich zu den angeborenen Instinkten ist. Dieses untypische Verhalten sorgt dafür, dass ein größerer Anteil der Tiere, die Katzen zum Opfer fallen, infiziert sind. Und das ist das Ziel des Parasiten, da er nur im Darm von Katzen die eierartigen Oozyten bilden kann. Mit Ausscheiden der Geschlüpften beginnt der Kreislauf von vorn, wenn er über die Nahrung wieder von Nagetieren aufgenommen wird. Nagetiere sind also die Zwischenwirte und Katzen Endwirte. Doch nicht nur Nagetiere können den Parasiten aufnehmen. Auch wir Menschen können zum Zwischenwirt werden, indem wir den Parasiten über ungewaschenes Gemüse oder rohes Fleisch zu uns nehmen. Oder aber indem der Parasit direkt von unseren geliebten Haustieren auf uns übertragen wird. Jedoch ist Toxoplasma gondii beinahe unsichtbar, wenn man nicht nach ihm sucht. Und man bleibt den Rest seines Lebens infiziert, ohne dies zu bemerken, da der Parasit in der Regel keine nennenswerten Schäden hinterlässt. Bei Schwangeren jedoch kann er zu Missbildungen oder Tod des Embryos führen und kann bei manchen Menschen durch Infektion Schizophrenie auslösen. Bei jedem dritten Nordamerikaner und jedem zweiten Schweizer fand man Antikörper gegen Toxoplasma gondii im Blut, wenn diese infiziert waren oder sind. Das bedeutet aber nicht, dass nur sie betroffen sind. Es sind Milliarden, die den Parasiten in sich tragen. Infizierte Frauen sind häufig intelligenter, selbstbewusster und dynamischer. Männer hingegen oft eifersüchtiger, konservativer und gruppenhöriger, wenn Toxoplasma gondii nuanciert auf ihre Psyche einwirkt. Aber er lässt uns auch mehr für unsere Traditionen empfinden und macht uns unserer sozialen Milieus gegenüber treuer. Professor Dr. Gottfried Schatz vermutet jedoch mehr. Ihm zufolge könnte Toxoplasma gondii Ursache dafür sein, dass in manchen Kulturen die Stellung von Männern und Frauen in der Gesellschaft verteidigt werden und dass wir den Gewinn von Gütern und den persönlichen Erfolg über Gemütstiefe und zwischenmenschliche Beziehungen stellen. Aber er könnte auch dafür gesorgt haben, dass manche Nationen heute innovativer als andere sind. Er könnte aber auch Rassenwahn, religiösen Fanatismus, Nationalhysterie, Spiritismus und Aberglaube gestärkt haben, sorgt aber auch dafür, dass wir nicht auf einem kulturellen Entwicklungsstand stehen bleiben und eine Kulturstache erleiden. Entstand Adolf Hitlers Fanatismus also, weil sich ein Parasit seines Verstandes oder seine Emotionen bemächtigt hat? Entwickelt sich Nordkorea kaum weiter, weil Kim Jong-un die Traditionen wahren will? Oder hat er dafür gesorgt, dass wir nun für euch über dieses Thema berichten? Was denkt ihr?